Hi und herzlich willkommen hier bei Things 10, den 10 Filmen auf dem Weg nach Pfingsten und mit mir als Norbert Fink. Wir haben gestern über die Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Erkenntnis gesprochen mit dem Film Das perfekte Geheimnis. Heute möchte ich mit euch über die Gabe der Gottesfurcht sprechen. Gottesfurcht, wenn ihr das Wort hört, was denkt ihr dabei? Bei Furcht denkt man ja zuerst an Angst. Aber das ist nicht mit dieser Gabe des Heiligen Geistes gemeint. Denn Gottes Furcht meint nicht, dass man Angst vor Gott haben müsste, sondern dass man Respekt vor Gott hat. Dass man Ehrfurcht vor Gott hat, wie man es mit einem alten Wort sagt. Dass man auch den Namen Gottes zum Beispiel nicht unbedacht im Mund führt. Gottes Furcht meint, dass man Respekt hat vor allem, was mit Gott zu tun hat. Dass man Respekt hat auch vor anderen Menschen, ja, die eben Gott geschaffen hat, so wie mich. Gottes Furcht kann man auf so vielen Ebenen verstehen als Ehrfurcht. Und es gibt keine Ehrfurcht vor Gott, wenn es keine Ehrfurcht vor dem Menschen gibt. Wenn es keine Ehrfurcht vor dem Leben gibt. Gottes Furcht, Menschenfurcht, beziehungsweise gibt es das Wort Lebenfurcht? Ich glaube nicht. Aber Menschenfurcht, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung wie Gottesfurcht, also dass man Angst hat. Aber das ist nicht wirklich damit gemeint, sondern eben Ehrfurcht, Respekt. Und ein Film, der für mich das Thema Gottesfurcht mit thematisiert, ist der Film Der Name der Rose, der auf einem Klassiker, einem Roman von Umberto Eco beruht, aus dem Jahr 1986 mit Sean Connery in der Hauptrolle. Sean Connery spielt einen Franziskanermönch, der nach Italien gerufen wird, in ein abgelegenes Kloster, wo es zu Unstimmigkeiten kommt. Und er soll das da untersuchen, was da genau bei den Mönchen passiert. Und was geschieht, sind das Morde geschehen. Und es stellt sich heraus, dass es dort den Menschen tatsächlich darum geht, dass Gott in rechter Weise geehrt wird. Aber es ist eben nicht die rechte Weise, weil es stellt sich heraus, dass diese Mönche dort im Mittelalter, ist der Film ja angesiedelt, dass die nicht in Ehrfurcht vor Gott leben im Sinne von Respekt vor Gott, ja, und dass man sich selber richtig einschätzt und eben Gott einschätzt und nicht sich selber für Gott hält, sondern dass sie wirklich Angst haben vor Gott. Aber ein Glaube, der Angst macht, ist ein falscher Glaube, weil Glaube befreit eigentlich von Angst. Denn Glaube hat eben mit Hoffnung und mit Liebe zu tun. Und das müssen auch die Mönche in diesem Film lernen, dass man keine Angst vor Gott haben muss. In dem Film geht es auch darum, dass es zum Beispiel verpönt ist für einige Mönche, dass man als Mensch lacht, weil das Lachen das Gesicht des Menschen entstellt. Und wer lacht über die Dinge der Welt, der wird irgendwann auch über Gott lachen, so meint man. Und dann geht es darum, ein Leben in Buße zu führen und irgendwie zu leiden, eben aus einem falsch verstandenen Gottesfurcht im Sinne von Angst vor Gott und Angst vor was Gott über mich denken könnte, ob er Strafen verhängt, aber darum geht es nicht im Glauben. Die Gabe der Gottesfurcht, die will einem nicht die Gabe der Angst machen. Es gibt keine Gabe der Angst. Die will einem nicht Angst machen, sondern im Gegenteil, die will einem die Richtigkeiten im Leben klar mitgeben, die Erkenntnis, wer Gott ist, wer ich bin und wie er zu mir steht und dass ich eben Ehrfurcht habe vor Gott, vor dem Leben, vor mir selbst, vor anderen, vor allem, was er geschaffen hat. Schaut euch den Film Der Name der Rose an. Vielleicht auch diese Gabe des Heiligen Geistes, Gottes Furcht, daraufhin an. Und ich wette, das wird gewinnbringend für euch sein. Und habt keine Furcht, den Film zu gucken, auch wenn er ein paar erschreckende Szenen zu bieten hat. Es ist ein lohnenswerter Film, Der Name der Rose. In diesem Sinne, danke, dass du hier vorbeigeschaut hast und mir ein bisschen zugehört hast, wie ich über die Gabe der Gottesfurcht gesprochen habe. Und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und sage, ja, bis morgen, dann sogar schon zum letzten Video, denn dann haben wir
Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und ich sage, ciao und möge die Macht Gottes mit dir sein.